Things are gonna change. Ich will nicht zu einer Generation gehören, ich will nicht zu einem Land gehören, obwohl ich sehr deutsch bin. Ich will nicht zu einem Milieu gehören. Ich will überall frei sein, alles überfliegen, sehen, kennen, hören und wissen. Das letzte Defilé, das sie gemacht haben, da hatte ich so das Gefühl, das ist die perfekte Synthese, sie können mich für verrückt halten, aus dem Chor in einer griechischen Tragödie und Schnitzler. Kann das sein, dass ja, diese das, Elemente das, das, bei die Idee, die Idee fällt mir nicht, das Wort Tragödie gehört vielleicht nicht in die Modewelt, aber die Vision ist nicht schlecht. Ne? Und wir wissen, das Schlimmste oder das Schönste ist, das habe ich im Traum gesehen, das habe ich geträumt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Im frühen Morgen habe ich oft so eine Art wie Vision. Und dann sehe ich solche. Und ich habe das so gesehen, was Sie da gesehen ist, haben, bis auf gewisse Details in den Menschen und so in den Kleidern, das habe ich genau so gesehen. 50 verschiedene, oder ich habe sie nicht gezählt, diese verschiedenen schwarzen Silhouetten, die im Kreis darum gingen, die auf diesem tortenartiges Ding raufgingen und alles aufnahm und plötzlich kam da Farbe raus. Das habe ich im Schlaf gesehen. Habe ich sofort notiert und habe im Grunde nicht einen Strich dran geändert. Ich bin mit der Vision, die ich davon gehabt habe, wie ich davon geträumt habe, total geblieben. Unglaublich. Die Musik ist aber auch gut, ne? Ja, sehr gut. Die Schnitzler hat ja die Traumnovelle geschrieben. Insofern, ja. Vielleicht schon deshalb komme ich drauf. Aber sowas kann man hinterher sagen. Man soll nicht solche Ideen haben und dann das hat mich inspiriert. Das soll instinktiv kommen. Ich kann da nicht sagen, ja, das hat mich von griechischer Tragödie und von Schnitzel und so. Wenn ich das sage, dann klingt das dumm, prätentiös und lächerlich. Das muss schon irgendwie spontan und instinktiv sein. Was ist ja wahr? Dass andere hinterher sagen, das ist so wie wenn, das will ich gerne hören. Aber ich will sowas nicht sagen. Ne? Haben Sie immer nur so schöne Träume? Das kommt drauf an. Zum Beispiel, ich sehe kein Fern zu Hause mit Filmen, mit Tragödien oder grauenhaften Nachrichten. Denn alles, was ich, das sehe ich wie eine Invasion, was ich in meinem Hause, wenn ich alleine bin, sehe, das kommt im Schlaf wieder und das will ich nicht. So gucke ich nie Fernsehen alleine. Und ich mache auch Filme im Grunde nur im Kino. Ich finde, plötzlich Stimmen im Haus ist eine Invasion. Das ist, da habe ich lieber Musik oder und ich lese lieber. Und ich lebe sowieso mehr in einer Welt, die ich mir vorstelle, wie in einer Welt, wo mir das in gemachten, nicht immer hundertprozentigen Image bums ins Gesicht geschmissen wird. Werden Sie im Traum ungelöste Probleme los? So viele ungelöste Probleme habe ich ja nun Gott nicht mehr. Wissen Sie, ich habe ja Zeit gehabt, ein paar Probleme zu lösen. Ne? Welches war das größte Problem? Das größte Problem ist ja immer man selber, ne? Aber da kann ich ja nur drüber lachen, also ist das auch gelöst. Ne? Oder das Problem, was man aus sich machen möchte, meint, man müsste aus sich machen. Und im Grunde soll man das alles gar nicht so ernst nehmen. Ne? Die Leute nehmen sich selber zu ernst. Ne? Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, dass wir unsere eigene Sache so ernst nehmen können. Ne? Humor ist die letzte Möglichkeit, überhaupt Distanz zum Leben und zu den Dingen zu gewinnen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, sagte man früher. Ne? Sind Ihre Hände eigentlich versichert? Versichert, ja, doch, aber ich meine... Das sind ja doch einige Milliarden, die da man so soll das nicht übertreiben. Ich drin selber denke bei dem, was nie. Sie so entwerfen. An sowas denke ich nie. Aber ich passe schon auf, darum trage ich auch schon Handschuhe. Ne? Aber ich meine, das ist auch eine Modefrage. Ich meine, ich kann alles erklären und das Gegenteil kann ich auch sagen. Ne? Als Kind hatten Sie Angst vor bestimmten Sportarten, auch schon wegen der Hände? Ja, ich hatte immer Angst, dass mit meinen Händen was passiert. Ich wollte keine Reckturnen machen und sowas. Alles, was irgendwie die Hände in Gefahr bringen konnte. Ne? Handstand und also Quatsch wollte ich nicht machen. Da habe ich auch recht gehabt. Laufen wollte ich gern, das war mir egal. Aber nichts, wo die Hände gebraucht wurden. Auch kein Tennis spielen. Erstens ist es ein unsymmetrischer Sport und dann vor allen Dingen verliert man die Leichtigkeit der Hände zum Zeichnen, weil man das unbedingt ja so festhalten muss. Dann wird man verkrampft. Das Wichtigste beim Zeichnen ist, dass die Hand total leger ist und frei und das so rumschwebt. Das kann man ja nicht lernen. Ich habe ja nie Zeichnen gelernt. Ich kann zeichnen, aber ich habe nicht Zeichnen gelernt. Ich habe keinen Zeichenlehrer gehabt. Ich habe immer gezeigt, ich bin mit dem Bleistift in der Hand geboren. Ne?
Ich erinnere mich nicht, nicht gezeichnet zu haben. Und mein großes Problem war immer, schönes Zeichenpapier zu haben. Und wenn ich gesagt habe, Angst hätte, ich hätte kein schönes Papier mehr, dann sagte mir, ja, du brauchst die ganze Zeit auf den Rücken malen. Nein, habe ich mir gesagt, im Leben, ich werde nie auf dem Rücken eine Ratte zeichnen. Und ich bin eine Art Carnivore geworden, das ist direkt krankhaft. Ich mache nur Papier, ich kaufe nur Papier, ich bestelle nur Papier, auch die Umschläge, die Aktendeckel, alles. Ich gebe ein unmögliches Geld für Papier aus. Ich liebe Papier, das ist mein Lieblingsmaterial. Denn ich weiß nicht, wie viele Zeichentische, ich habe sogar einen Zeichentisch im Schlafzimmer. Und dann habe ich in einen Raum, da sind 3 Zeichentische und einen anderen, da habe ich, da sind 4 und 3 Schreibtische, einen für Englisch, einen für Deutsch und einen für Französisch. Was zeichnen Sie im Schlafzimmer? Ja, warum nicht? Mein Schlafzimmer, was zeichnen Sie mein Schlafzimmer, das kommt drauf an, da gibt es keine Regel. Aber mein Schlafzimmer ist groß, das ist 100 Quadratmeter groß. Da kann man dran zeichnen. Das sieht man gar nicht. Ich bin zu kurzsichtig, um den Zeichentisch zu sehen. Ist nicht manchmal ein bisschen einsam auf den 100 Quadratmetern? Nein. Denn Sie wachen nicht gern. Die Idee mit der Einsamkeit, das ist so eine Art Willkommen, was die Leute meinen. Nein. Einsamkeit ist Luxus in meinem Fall. Sie haben mal gesagt, Sie wachen nicht gerne neben jemandem auf. Nein, das hasse ich. Das finde ich sehr promiskuös. Nee, das hasse ich auch mal. Das war vielleicht okay, wenn man 20 ist, aber später finde ich das auch peinlich für die anderen. Nee, das soll man nicht. Oder wenn jemand neben Ihnen aufwacht, Sie werden nicht gern beobachtet. Wenn das Sie hasse ich. Ich hasse nichts mehr, wie beobachtet zu werden. I like to be the one who controls. Ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagen kann, aber ich kontrolliere lieber die Situation. Ich hasse das. Die Idee, dass ich möchte auch nicht gesehen werden, wenn ich tot bin, finde ich furchtbar. Tuch drüber und weg in Mülleimer, aus, vorbei. Nein, grauen. Man sollte alles auch nicht so tragisch nehmen. Aber das ist irgendwie eine Art Indiskretion, finde ich. Darum, ich hasse auch Tote zu sehen. Nicht, weil ich da Angst vor hätte. Nur, ich bin nicht sicher, dass die gesehen werden wollten. Das weiß man nicht. Wenn die einem vorher das nicht gesagt haben, weiß man das nicht. Und das finde ich irgendwie der Höhepunkt einer Indiskretion, tote Leute anzugucken. Weil die ja, wie soll ich sagen, ohne jede Währung, da liegen die armen Leute. Ne? Das tue ich nicht. Ne? Also Sie werden nicht in der Madeleine aufgebahrt? Nein, das hoffe ich nicht. Nein. Das kann man verhindern. Ich bin wie das Ruckert-Lied, hoffe ich eines Tages. Er ist der Welt abhanden gekommen. Einfach so, spurlos verschwunden. Das finde ich, wie Tiere im Urwald, das finde ich das Gesundeste. Ne? Ich hasse Friedhöfe und all sowas. Aber Wurzeln sind Ihnen schon wichtig. Karotten, meinen Sie? Das ist mein Lieblingsgemüse. Ja, Wurzeln ja oder nein, die Idee von Wurzeln. Aber ich spreche und denke nicht drüber. Ich meine, man hat Wurzeln, auch wenn man sagt, man hätte keine oder man denkt nicht dran. Natürlich, das ist das alte Wort von Goethe, mit dem erweiterten Elementen der Vergangenheit eine bessere Zukunft zu machen. Irgendwie ist man ja doch an eine gewisse Vergangenheit, eine gewisse Tradition, an eine gewisse Erziehung gebunden. Also man kann nicht sagen, man hätte keine, das ist dumm, das zu sagen. Man kann gegen seine Wurzeln kämpfen, weil man meint, das wären nicht die richtigen. Aber über den Schatten springen kann man doch nicht. Kann es sein, dass Sie Angst haben vor Sentimentalität? Nein, keine Angst. Nur man soll auch einen gewissen Abstand behalten. Nein, das ist Schmalz und Kitsch und all sowas ist okay, ist ganz nett, aber ich meine, ich bin vielleicht nicht die Idealperson für. Sentimentalität macht das Leben billig, hat mal jemand gesagt. Sentimentality cheapens life. Siri Hustvedt, die Frau von Paula Oster, die eine ganz gute Schriftstellerin ist. Ja, das finde ich ganz richtig. Gut, oder? Ja, vor allen Dingen, man kann es sein, aber man soll denn das der Welt nicht gleich mitteilen. Ne? Naja. Ich bin sehr dagegen, dass die Leute ihr Innenleben, falls sie eins haben, dem Publikum preisgeben und da eine öffentliche Tragödie draus machen. Da bin ich sehr gegen. Ne? Wie das heute so Mode ist, die Leute machen ja Bücher über die unmöglichsten Situationen, was sie besser für sich behalten, was keinen Menschen interessiert. Ne? Das erinnert mich immer an diese Geschichte von, das war eine Karikatur im New Yorker, da ist ein Mann beim Psychanalyst. Und da sagt er zu dem Doktor, Doktor, ich habe das Gefühl, ich bin mittelmäßig. Und da sagt der Doktor, ja, Sie sind mittelmäßig. Ja? Darum, ich meine, wenn man ehrlich ist, kennt man die Frage und die Antwort. Ne? Und zum Beispiel, ich habe einen Brief gelesen von der Lou Salomé André an Rilke, also Zeit von deren Liaison. Und da sagt sie, mach nie eine Analyse, das tötet die Kreativität. Seitdem will ich da nichts mehr von hören. Zu Rilke haben Sie ein gewisses Verhältnis. Ne? Ja, das ist für mich das ideale Deutsch. Ich meine, keiner hat schöneres Deutsch gesprochen oder geschrieben. Mhm. Für mich ist das der Höhepunkt des Deutschen. Hier ist was. Können Sie das mal lesen? Nein, ich lese nie vor. Ich hasse Vorlesen. Nein, das klingt furchtbar. Meine Stimme und mein Akzent, das überlasse ich Ihnen sehr. Wir sind die Treibenden, aber den Schritt der Zeit nehmt ihn als Kleinigkeit im Immerbleibenden. Alles das Eilende wird schon vorüber sein, denn das Verweilende erst weiht uns ein. Was ist Zeit für Sie? Der Höhepunkt ist Luxus, weil es so schnell vorbeigeht. Luxus ist nichts Materielles in Wirklichkeit. Zeit ist etwas, was man nicht aufhalten kann, also was sehr wertvoll ist. Ne?
Und man soll seine Zeit auch nicht vergeuden, aber man soll auch gleichzeitig nicht meinen, man müsste immer was aus der Zeit machen, nichts aus Zeit zu machen. Das heißt Daydreaming und vor sich hin, nicht dösen, aber vor sich hin träumen und so und in meinem Kopf aufzuräumen, halte ich auch für den Höhepunkt des Luxus und für Leute mit einem Beruf wie den meinen, der Höhepunkt des Wichtigen, weil man muss ja auch irgendwie mal etwas Ruhe im Kopf kriegen, ne? Und das alles überdenken oder auch wenn da nicht zu denken ist, irgendwie muss da ja doch mal aufgeräumt werden. Ne? Selbst bei Ihnen? Ja, wieso? Selbst bei mir natürlich, vor allen Dingen bei mir. Da ist so eine Konfusion drin mit all den Sprachen, den verschiedenen Sachen, die ich lese, die nichts zu tun haben mit meinem Beruf, all die Sachen von meinem Beruf, all die Sachen von den Fotos, all die, und das ist doch normal, dass da vielleicht eine gewisse Konfusion existiert, auch wenn ich im Grunde das alles sehr gut auseinanderhalte. Aber es gibt einen Moment, wo man vielleicht mal die Pression etwas runterlassen möchte. Ne? Das heißt, es gibt auch Augenblicke der Erschöpfung schon? Nein, entsetzlich. Klingt ja furchtbar. Erschöpfung ist okay, Erschöpfung ist ja furchtbar. Nein, das soll man nicht sagen. Das sind Leute, die sagen immer, ja, aber nein, dann schläft man, dann schlafe ich, ja, und dann hat sich das. Ne? Nein, solange die Dinge mich nicht öden, gibt es auch keine Erschöpfung. Was ich wahnsinnig erschöpfend in Anführungsstrichen ist, wenn man sich langweilt, wenn man langweilige Sachen machen muss, wenn man mit langweiligen Leuten was zu tun hat und wenn einem das zum Halse raushängt, weil man weiß, dass da sowieso nichts mehr rauskommt. Dann ist es erschöpfend. Aber alles, was irgendwie kreativ, stimulierend und interessant ist, ist nie erschöpfend. Körperliche Nähe ist Ihnen in den meisten Fällen eher unangenehm, nicht? Sie haben da auch da gerne Distanz. Ja, doch, ich hasse Familiarität. Aber das ist wahrscheinlich auch geerbt, meine Mutter war genauso. Ich hasse Familiarität. Ich habe gute Beziehungen mit, ich habe keine Kontaktprobleme mit Leuten, nicht. Aber man soll einem nicht zu sehr auf die Haut gehen. Ich gehe anderen nicht auf die Haut und lege auch keinen großen Wert, dass man mir zu sehr auf die Haut geht. Ne? Wie gehen Sie damit um, wenn Sie wirklich so ein Bad in der Menge nehmen, bei den Schauen, wenn die Leute Sie einfach bedrängen und nur mühsam zurückhalten? Heutzutage gehört das dazu. Ich könnte es auch ohne machen, aber ich will auch nicht prätentiös sein und so. Aber was komisch ist, oder nicht komisch, die Leute auf der Straße mit diesen Telefonen, die wollen immer Fotos machen. Ne? Und vor allem, wenn ich zu Colette gehe, neulich war ich da haben 17 Leute mich fotografiert, einmal mit mir, so Japaner und so. Vor allem, die fassen einen an und jetzt sage ich den Leuten, machen Sie das Foto, aber bitte fassen Sie mich nicht an. Welches Verhältnis haben Menschen heute zu ihren Körpern überhaupt? Ich meine, alles wird ja zur Schau gestellt. Ja, wenn Sie ja vor allem auch vieles, was man nicht sehen möchte. Ne? Ja, natürlich. Gucken Sie mal die Straße bei Hitzewelle an. Man hat das Gefühl, so wie die da rumlaufen, man wäre in deren Wohnung, man würde nicht wagen, ohne zu klopfen, ins Badezimmer zu gehen, wo die so angezogen sind. Woher diese Attitüde? Ja, ich weiß nicht, wie das kommt. Entsetzlich. Aber eher schlimmer als besser. Nein, vor allem die ganze Welt meint heute, sie sind Zuschauer. Was mit Voyeurismus nicht, Zuschauer. Und die Welt müsste sie amüsieren. Sie selber gehören irgendwie nicht dazu. Sie kommen, um zu gucken, aber nicht, um gesehen zu werden. Und da bin ich gegen. Mein Beruf besteht daraus, dass die Leute etwas machen, wo sie sehen, aber auch gesehen werden können, möchten und wollen, was ich verhältnismäßig gut finde, weil das eine Disziplin ist. Aber die Leute lassen sich so gehen, dass sie, was sonst keine Menschen mehr sie anguckt, so und so, aber die scheinen sich in dieser Rolle zu gefallen und kritisieren die anderen, die ein bisschen anders sind, die nicht genauso sich haben gehen lassen und so. Und das ist wirklich eine Art Krankheit unserer Zeit. Ich habe nicht den geringsten Sinn für Moral und all sowas. Nur, ich bin nun mal so eine puritanische Natur. Darum ist für mich Tugend etwas Verdienstloses, weil das meine Natur ist. Ich bewundere Leute, die das Gegenteil von mir sind. Ich mache nur Leute, die nicht so langweilige, dumme Kerle wie mich, die würden mir zum Halse raushängen. Ich muss bei einer Mühe geben, um nicht zu langweilig zu wirken, denn meine wirkliche Natur ist. Aber nur was mich anbetrifft. Für andere bin ich wahnsinnig großzügig und wahnsinnig geduldig und verständlich. Für mich selber habe ich weder Mitleid noch Verständnis noch Geduld. Aber viel Moral, Arbeitsmoral. Ja, aber ich nenne das nicht Moral. Ich tue das, weil das scheint mir normal. Das Wort Moral kenne ich nicht. Nein, man muss die Welt nehmen, wie sie kommt. Man muss versuchen, seine Nische da drin zu finden. Auf jeden Fall, für mich hat das geklappt. Kann es sein, das klingt vielleicht jetzt hochtrabend, aber ich frage Sie trotzdem, braucht man so eine Art innere Ästhetik, um über ein halbes Jahrhundert äußere Ästhetik in Form von Mode beispielsweise schaffen zu können? Ja, aber das ist nun mal mein Beruf und ich tue das wie andere atmen. Das gehört bei mir einfach dazu. Das
kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das nicht mache. Ne? Ja, aber ginge das ohne diese doch relativ strengen inneren Regeln, die Sie haben? Ich habe es nicht anders gemacht, da kann ich nicht drauf antworten. Natürlich, wenn ich die sehe, die nicht so streng mit sich waren und sie meinten, alles wäre ihnen erlaubt und sie könnten sich alles erlauben. Natürlich, wenn ich sehe, was aus denen geworden ist, sage ich mir vielleicht, deine herbe Natur hat dir vielleicht doch geholfen. Zum Überleben ist natürlich schon besser, aber das habe ich nicht absichtlich gemacht. Sie kokettieren jetzt immer mit Ihrem Alter, wenn Sie sagen, über Verlieben wollen Sie nicht reden. Ja, das soll man auch nicht. Wie war das so in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, als die Promiskuität blühte, gerade auch in der Modewelt? Das war gar nicht so einfach für mich, weil ich nämlich gegen Promiskuität bin, was mich anbetrifft. Ich hatte immer das Gefühl, ich wäre wie ein Voyeur gewesen, dass ich im Grunde irgendwie nie da richtig hingehörte, ne? Das war nicht meine Natur, das war nicht mein Platz. Sie waren nah dran, aber haben nie so voll mitgemacht. Ja, aber im Grunde ist das vielleicht eine Art von Voyeurismus, aber im Grunde ist das ein guter Überhaltungstrieb. Sonst wäre ich vielleicht wie die anderen oder wäre gar nicht mehr da, was weiß ich. Ne? Ich habe immer, mein stärkster Instinkt war immer der Erhaltungstrieb, eine Selbsterhaltung. Ne? Da, ich weiß nicht, das ist ein Talent. Nicht, dass ich da so großen Wert drauf legte, aber das ist nun mal meine Natur und man ist nun mal, wie man ist. Ich kann da selber drüber lachen, aber das ändert nichts an der Tatsache. Ist es Voyeurismus oder ja, gut, ist es wenn man Mode macht und wenn man fotografiert, dann ist man Voyeur. Ich meine, das ist aber nicht im, das Wort muss man auch analysieren. Das gleiche Wort gilt für ganz triviale und grauenhafte Dinge und für etwas intellektuellere, intelligentere und künstlerische Sachen. Also ich meine, das ist das gleiche Wort für alles. Also da müssen wir schon sagen, in welchem Sinne wir dieses Wort meinen. Ne? Aber kann es sein, dass Ihnen oft Gedanken an etwas genügen, das Sie gar nicht vollziehen müssen? Ja, das ist viel besser. Gedanken sind zollfrei. Das ist ein berühmtes Bild von Spitzweg. Da werden sie in so einer Kutsche durchsucht an der Grenze, früher so um 18:30 Uhr. Und die Leute lachen und sagen, und das Bild heißt, Gedanken sind zollfrei. Mhm. Wissen Sie, mein Lieblingsbild ist von Spitzweg, der arme Dichter. Mhm. Der sitzt da in der Mansarde mit dem Regenschirm über dem Bett und begeistert von seinen Büchern und liest und ist wahnsinnig zufrieden nach dem Ausdruck. Und im Grunde ist das für mich das ideale Leben. Ich habe mir im Grunde ein Leben gebastelt, was meiner Natur nicht entspricht, aber was in meinem Falle doch klappt, weil meine Natur nicht so simpel ist. Aber die Idee, ein Leben zu haben ohne Rendezvous, total frei zu sein, von materiellen Dingen total unabhängig zu sein oder keinen Wert drauf zu legen. Das unabhängig ist ja, wenn man kein Geld hat, also wenn man keinen Wert darauf legt. Um zu wissen, ob man keinen Wert darauf legt, muss man ja schon vorher mal was gehabt haben. Ne? Und zum Beispiel in den Jahren, bevor ich arbeitete, wo ich hier in Paris zur Schule ging, da hatte ich ein Gefühl von Freiheit, das war unglaublich. Ich ging den ganzen Tag durch Paris, ich ging ins Kino und konnte machen, was ich wollte. Ich kannte ja niemanden und die Leute in der Schule, die gefielen mir nicht. Mit denen wollte ich nichts zu tun haben. Ich sagte, dafür bin ich nicht nach Paris gekommen, für solche langweiligen, dummen Leute, die in der Schule da mit mir waren. Ne? Also habe ich das weiter nicht. Und das war ein Gefühl von Freiheit, sag ich mal. Eines Tages vielleicht möchte ich mal genau wieder so leben, genauso frei sein, wenn all der Rest keine Rolle mehr spielt. Aber ich bin das mein eigenes Opfer und das ist irgendwie wie der Zauberlehrling. Aber ich meine, solange mir das mich bezaubert, ist ja okay. Ne? You were black on Saint-Germain-de-Bray. I can still hear you miles away. I wore black, you were black. The trumpet answered back. Jazz is Paris and Paris is jazz. Ich habe immer machen können, was ich wollte. Wie ich gesagt habe, ich möchte in Paris zur Schule gehen. Okay, dein Französisch muss anständig sein, was gar nicht so schlecht war. Ich bin 3 Jahre lang, in Deutschland geht man nachmittags nicht zur Schule, jeden Nachmittag von 5 bis 8, 5-mal in der Woche in eine Privatschule gegangen für Französisch. Kinder von 11 bis 14 machen das nicht. Kenne ich keine Ahnung. Aber sonst konnte ich ja hier nicht in eine anständige Schule gehen. Ne? Aber wie ich dann angekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, da bin ich in die Alliance Française gegangen. Mhm. Und da musste man damals so eine Art Examen machen. Und da sagt die Frau, die das Examen gemacht hat, mir, was wollen Sie hier, Sie können ja Französisch. Aber sie sagt, jetzt fangen an viele Deutsche zu kommen und so, könnten Sie mir nicht helfen bei den Deutschen? Ah, nee, ich bin nicht hier gekommen, um Deutschen mit Französischstunden zu helfen. Es tut mir voll leid, Lehrer möchte ich ja doch nicht werden. Ne? Die französische Mentalität, wie sind Sie damit umgegangen? Als Sie damals ist ja ganz anders. Wissen Sie, dass hat Frankreich, das ich in 50 Jahren gekannt, das erinnert ja noch an die alten Filme beinahe. Ja. Das war ja beinahe noch wie die Filme von der Vorkriegszeit. Das ist ja wie eine andere Welt. Da war eine Art Originalität, die man macht oder nicht macht. Es war grau, es war schmuddelig, es war ziemlich ungepflegt. Aber ich sag mir, das hast du gewollt, das ist wie in den Filmen, dafür bist du gekommen. Gib nicht zu, dass dir im Grunde gar nicht so gefällt.
Aber heute ist das ja alles anders, das ist eine ganz andere Welt. Na, die Stadt sieht ja nicht mehr genau aus, wie nachdem Malraux sie gereinigt hat. Das riecht auch ganz anders. Das alte Paris roch anders. Und wissen Sie warum? Die Leute hatten keine Eisschränke. Man schmiss nicht alles weg wie heute. Und es gab nicht so viel Plastikeinpackungen und all so ein Kram. Wenn die Leute was wegschmissen, was in ihrem Garde-Manger gewesen war, war das wirklich verrottet. Und im Sommer, wenn sie an diesem Porte-Cochère, die damals nicht mit einem Code verschlossen waren, weil alle offen waren, war das ein Gefühl von Gefahr, gab es hier nicht. Ne? Und das war dann beinahe wie verrottet. Und dieser Geruch von den verrotteten Mülleimern, wenn sie an diesem Porte-Cochère vorbeigingen, ist ein Geruch, den ich nie wieder gefunden habe. Heute gibt es das gar nicht mehr. Das war irgendwie grauenhaft. Aber das war eben Paris. Das ist wie die Geschichte von einer alten Dame, die so um 1830 wie Louis-Philippe Versailles restauriert hat, mit dem Nolac, der damaligen Mann, der sich um Versailles kümmerte, der diese Restauration unternommen hatte, das Schloss besucht. Und sie hatte noch den alten Hof vor 50 Jahren gekannt. Und sie sagt, das erinnert mich, so war das hier, so roch das nicht, so ist das. Und dann kommen sie an so einen Ort vorbei, da war eine Kanalisation gebrochen. Ah, sagt sie, das war Versailles, so roch das. Fantastisch. Sie sind ein Nasenmensch sowieso, ne? Finden Sie? Wissen Sie, ich gebe mir keine Prädikate. Ne? Es kommt so, wie es kommt. Ne? Aber Sie riechen gerne. Ja, doch. Ich liebe Parfums und ich liebe Gerüche oder ich hasse Gerüche. Kein Geruchssinn zu haben, muss was Grauenhaftes sein. Ne? Ja. Mein Lieblingsgeruch ist der Geruch von frischem Brot, auch wenn ich nicht esse. Es geht die mehr, dass Sie mit so einem Duftstoff von frischem Brot den Hunger bekämpft haben, als sie so abgenommen haben. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ah, ja? Ja, doch. Tatsächlich. Ich habe ein Parfum machen lassen, was so riecht. Das ist sehr gut. Das hieß Hunger. Ja, wirklich. Und das ist ein Geruch, den ich toll finde, aber man braucht es nicht zu essen. Der Geruch alleine genügt. Ne? Das hat sie wirklich satt gemacht. Ja, doch. Aber das ist komplett vergessen, das Diät, das kommt. Wissen Sie, das habe ich schon vor über 4 Jahren aufgehört. Da denke ich gar nicht mehr dran. He? Das war jemand anders. He? Kenne ich nicht. Ich bin kein Amateur von meiner eigenen Vergangenheit, auch wenn ich mich erinnere, falls Sie mich danach fragen. Aber alleine denke ich, da war der Niederung. Ja. Ne? Aber es war schon ein Kampf mit sich selber. Nein, warum immer Kampf? Die Leute wollen alles so dramatisch machen. Nein, es war eine ganz dumme, oberflächliche Sache. Ich wollte mich anders anziehen. Es gab plötzlich eine neue Mode, die mich interessierte. Und damit hat sich, das tut mir voll leid. Es würde wahrscheinlich intelligenter klingen und intellektueller, wenn ich sage, ja, es war ein Kampf. Nein, Kampf war das gar nicht. Wissen Sie, wenn ich was will, dann gibt es keinen Kampf mehr, der wird das gemacht. Ich diskutiere nicht mit mir. Ich bin, wie gesagt, Autofaschist. Ich bin Antifaschist für die anderen, aber für mich selber bin ich ganz schlimm. Aber da muss ich sogar drüber lachen. Sogar für unwichtige Sachen bin ich sehr mitleidlos mit mir. Das finde ich aber zum Heulen. Erinnern Sie sich daran, wie Ihre Mutter roch? Ja, das war für meine Mutter natürlich. Arpège von Lanvin und Mitsuko, ganz früher Mitsuko von Guerlain. Was ich liebe. Aber wenn ich das versuche zu nehmen, dann wird das wie Essig. Und dann mache ich das wie Diaghilev, das machte der liebte Mitsuko auch. Und der macht das mit einem Vaporisateur in die Vorhänge. Das tue ich manchmal auch. Es gibt Parfums, die ich liebe, die auf mir aber zu Essig werden. Nie in ihrem Leben für mich in die Schule gegangen, um mit den Lehrern zu sprechen. Und sagt, wenn du zu dumm bist und sitzen bleibst, ist deine Schuld. Die Scham ist für dich, nicht für mich. Mir ist das Wurst oder du kommst ins Internat. Also willst du nicht ins Internat, benimm dich korrekt. Ne? Naja, und eines Tages treffen wir so einen Lehrer, das war aber auch nach dem Krieg, auf der Straße. Und da sagt die Frau, ich freue mich, Sie zu sehen, Sie kommen uns ja nie besuchen. Ich möchte nämlich Sie fragen, könnten Sie Ihrem Sohn nicht sagen, bitte seine Haare abzuschneiden? Ich hatte ihn als Kind lange Haare, was damals keiner hatte. Mhm. Wissen Sie, was meine Mutter gemacht hat? Ich ist an den Mann rangegangen, mit halbgeschlossenen Augen, hat den Schlips von dem Mann genommen, hat ihn ins Gesicht geschmissen und gesagt, wieso, sind Sie noch Nazi? Das werde ich nie vergessen. Und ich könnte Ihnen genau sagen, die Straße, das Haus, wo das war, auf der Landstraße nach Neumünster in Bad Bramstedt. Und wir waren beim Zahnarzt gewesen. Und das erste Mal, dass meine Mutter diesen Mann gesehen hat. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, das weiß ich nicht. Ja, aber ich werde in meinem Leben nicht vergessen, wie sie ihn in den Schlips ins Gesicht geschmissen hat und gesagt hat, wieso, sind Sie noch Nazi? So was prägt. Wie oft denken Sie an Ihre Mutter? Wie oft? Ja. Das weiß ich nicht, das wird nicht gezählt.
Aber jeden Tag? Ja, wahrscheinlich, weil sie sehr, sehr großen Einfluss hatte, auch in ihrer Art und Weise zu sprechen, zu denken, sich zu benehmen, als Vorbild, sie hasste nichts mehr wie Treppenwitz, Leute, denen das hinterher einfällt, ne? Man muss spontan antworten, man muss frech sein, man muss sich nichts gefallen lassen, man muss sich über sich selber und die anderen lustig machen und so. Das war natürlich ein gutes Vorbild, ne? Denn mein Vater war ein lieber hanseatischer Pfeffersack. Ne? Der war viel netter im Grunde, aber er war nicht so amüsant. So. Manchmal werfe ich mir beinahe vor, dass ich nicht nett genug zu ihm war. Hatten Sie Konflikte mit Ihrem Vater? Nein, das sind alles so Modelle. Ich habe nie Konflikte gehabt mit meinen Eltern, aus dem ganz dummen Grunde. Ich finde meine Eltern, und fand, dass meine Eltern die tollsten waren, die es gab. Die anderen hatten alle Misteltern, die waren zu jung, die kamen mir nicht seriös vor. Ich fand toll nur meine Eltern. Ich bin da aufgewachsen, während des Krieges, wo nichts passiert ist. Aber in Deutschland war das ja beinahe schlimmer nach dem Krieg wie während des Krieges. Ne? Darum auch in Nachkriegsland. Ich habe da nicht drunter gelitten. Ne? Wissen Sie, wenn Sie auf einem Gut inmitten einem Walde von Hunderten von Hektar leben, wo alles existiert und Sie einen Vater haben, der Dosenmilchfabrik kannte, dann riskieren Sie wenig. Ne? Ihr Vater ist der mit den glücklichen Kühen. Glücksklee. Genau, so wurde ich in der Schule genannt. Auch, ne? Glückliche Kuh, was weiß ich nicht alles. Ne? Aber ich bin wenig in die Schule gegangen. Das langweilte mich zu Tode. Ich konnte mir das zu Hause besser alleine beibringen. Ne? Ich mochte ja keine Kinder, ich spielte ja nicht mit Kindern. Ne? Ich verbrachte meine Ferien auf dem Münster, weil mein Patenonkel und meine Patentante, das war der zweite Mann der Schwester meiner Mutter, und der war 30 Jahre älter wie seine Frau. Und er fand, ich geboren bin, war der 75. Und jeder sagte, also meine Mutter damals, wie kannst du einen Patenonkel nehmen, der 75 ist? Und sein Bruder und seine Mutter, die waren halt über 100, auch seine Mutter war über 100 gewesen und erst mit 104 gestorben, habe ich ihn sehr gut gekannt. Das war ein toller Mann. Ne? Der einzige Mensch, der mich je geohrfeicht hat. Ja. Sie kennen die Geschichte vielleicht, ne? Nein. Also das ist sehr witzig. Der war schon beinahe in den 90er Jahren und der ist 1868 geboren und 1972 gestorben. Mhm. Unglaublich, ne? Unglaublich. Naja. Und jeden Tag nach Mittagessen legt er sich ins Bett, aber richtig im Pyjama, Schliefstiel und zog was anderes an. Das andere Anziehen ist das Wichtige nach ihm. Und dann ging er spazieren und dann begleitete ihn. Und das war wahnsinnig interessant, weil er wahnsinnig intelligent war. Und ich fand niemanden so schick aus. Ich kann die Bilder von ihm sagen, er sah toll aus. Ne? So wie die Vorbilder, die meine Mutter mir immer beschrieb, ist, in Deutschland sollte man so sein, sei es wie Graf Kessler, sei es wie Rathenau. Ne? Alle andere war Mist. Naja, und Rathenau, von dem Sie den Kragen übernommen haben. Ja, nicht nur Rathenau. Ich kann Ihnen Fotos von meinen Großeltern zeigen und Großvätern, die haben alle den gleichen Kragen. Ja. Das habe ich als Kind schon. Ich habe Bilder von mir als Kind mit solchen Kragen. Ne? Naja, und dann gingen wir spazieren. Das ist ein Platz in Münster, der heißt Kreuztor. Mhm. Das war so 1947, 48. Ne? Naja, und da ist eine Nebenstraße und die heißt Freiligradstraße. Und da sage ich zu ihm, Onkel Konrad, wer war Freiligrad? Und hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Ist schnell weggegangen, hat nicht mit mir gesprochen. Und ich bin nachgelaufen und dann sind wir in sein Haus gegangen. Und in der Halle stand meine Mutter und er hatte mir die Tür aufgemacht, hat zu meiner Mutter gesagt, Elisabeth, dein Sohn ist ein unkultivierter Dummkopf. Er weiß nicht, wer Freiligrad ist. Wissen Sie, wer Freiligrad ist? Ein Dichter. Ja, können Sie die Gedichte von Freiligrad? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist ein zweitrangiger Dichter aus der Zeit der Freiheitskriegen. Also das war eine Epoche, für die er sich interessierte. Und die Idee, dass ein 10-jähriger, 11-jähriger Junge Freiligrad nicht kannte und nicht auswendig konnte, war für ihn eine unakzeptierbare Idee. So waren die Leute früher. Nun muss man nicht vergessen, der Mann war 1868 geboren. Ne? Aber es scheint Sie doch beeindruckt zu haben. Ja, weil so niemand anders mich geohrfeicht hatte. Führen Sie Tagebuch? Nein, ich habe ab und zu mal Tagebuch geführt. Ganz zu Anfang, wie ich in Paris war, das ist im Grunde ganz interessant, was über die 50er Jahre und so. Und dann habe ich das in Hamburg in meinen Schreibtisch getan und dann nach dem Tod, 1960, da hat mein Vater seine Geschäfte verkauft und hat sich ein Haus in Baden-Baden gebaut. Und beim Umzug, da habe ich zu meiner Mutter gesagt, kannst du mal, du konntest alles lesen, das war mir egal, ne? Kannst du mir mal die Tagebücher schicken, die ich damals gemacht habe? Oh, sagst du, die habe ich weggeschmissen. Das geht doch niemand anders, so doof warst. Hast du doch nicht. Und daraufhin haben Sie nie mehr Tagebuch geschrieben? Doch ab und zu mal 2-3 Wochen lang. Und dann habe ich das weggelegt und wiedergefunden und darüber gelacht und weggeschmissen. Ne? Aber es ist eigentümlich, wenn man ab und zu mal was findet, was 10, 15 Jahre und 20 Jahre alt ist. In der Erinnerung ist das alles ganz anders, wie es in Wirklichkeit war. Ne? Ja. Darum ist es im Grunde interessant. Nur die Tatsachen, man soll sich da nicht ergehen lassen in dummen, sentimentalen Quatsch und all sowas und Analyse von Situationen. Es sei denn, man hat ein Riesentalent für solche Sachen, aber ich bin nicht André Gide. Thomas Manns Welt. Ja, Thomas Mann ist etwas, was ich beinahe vermeide, weil ich das zu gut verstehe und zu gut kenne, weil der Ursprung zu nahe ist. Ne? Mhm.
Aber es ist Ihnen sehr, sehr vertraut, diese Welt. In welchem Alter haben Sie... Ja, das ist normal. Denn gucken Sie mal, mein Vater hatte sein Büro, wie ich ein Kind war, in der Esplanade in Hamburg. Und Toni Kröger ist nach der Nummer, was gar nicht existierte, die Tür daneben. Also das... Und die Fabrik war von der Nüste, die Hauptfabrik war in Neustadt, das neben Lübeck. Also das, das ist so familiär, dass ich da gar nicht weiß, was ich sagen soll. Ne? In welchem Alter haben Sie die Buddenbrooks gelesen zum 6, 7. Schon? Ja, doch. Ja, ich habe ja lesen lernen müssen, weil mir ist verboten, bei mir was vorzulesen. Meine Mutter sagte zu allen, wenn der dumme Junge das und das lesen will, soll er mal lesen lernen, dann kann er selbst lesen. Vorgelesen wird hier nicht. Dumme Kindermärchen vielleicht, aber ich habe lesen gelernt, um die Nibelungen zu lesen. Ich hatte, da war zu Hause eine Riesenausgabe mit den Illustrationen von Moritz von Schwind und Schöneich von Karolsfeld, diese berühmte Ausgabe von den Nibelungen. Und das wollte ich natürlich wissen, was mit diesen sehr aggressiven Bildern ging. Und da sagt meine Mutter, was ist das nicht für Kinder? Wenn du das wissen willst, dann lern lesen und dann erfährst du das ja. Aber das wird dir keiner vorlesen und sie hat allen verboten, es mir vorzulesen. Und da musste ich lesen lernen. Und so habe ich das gelernt und habe ich entdeckt, dass mein Charakter im Grunde Kriemhild war. Das ist meine Natur. Warum das? Ja, kennen Sie die Geschichte mit Kriemhild und der Rache, wie der Hagen den Siegfried getötet hat, der unverwundbar war, weil er in einem Bad aus Drachenblut kam, den Drachen, den er getötet hat. Nur ein Blatt war auf die Schulter gefallen und da hatte er einen schwachen Punkt. Und der Bruder von Kriemhild, der König Gunther, der war eifersüchtig auf Siegfried und der wollte den umbringen und er hatte einen Kienzmann, ich weiß nicht, wie man das nennt, der hieß Hagen. Und dieser Hagen, das war der Vertraute auch von der Kriemhild und wie sie auf die Yacht gehen, da sagte ich, habe meinem Siegfried einen Mantel machen lassen und auf dem Rücken ist ein Kreuz und das ist die verwundbare Stelle. Und da haben sie denn den Dolch oder was weiß ich, erinnere ich mich nicht mehr dran, haben sie den getötet. Und da war natürlich ein Drama und so weiter und so fort und sie war total kaputt und so weiter, hat aber weiter nichts gesagt. Und dann hat sie den König von Ungarn geheiratet. Und 10 Jahre später hat sie die ganze Familie eingeladen. Und wie sie alle da waren, der Hagen und der Gunther mit seiner Frau, die sie hasst und all diese ganze, der ganze Hof von Trier, hat sie das ganze Schloss in Feuer gesteckt und sind alle verbrannt. Das ist meine Natur. Aber die Tatsache, dass Sie sich mit Kriemhild identifizieren, heißt, dass man sich auch nach 10 Jahren noch in Acht nehmen muss vor Ihnen, wenn man Ihnen mal irgendwas angetan hat. Ja, sie sind nachtragend. Ja, manchmal vergisst man das gleichgültig, aber das finde ich ganz gut. Wissen Sie, Rache in der Sekunde, da erwartet das jeder. Aber hinterher meinen die Leute, es wäre alles okay und alles wäre wieder bestens und so weiter. Und dann zieht man den Stuhl weg, wenn keiner mehr damit rechnet. Das finde ich irgendwie amüsant. Das nennt sich so. Es kommt selten vor, weil meine Gleichgültigkeit mich daran hindert und ich vergesse und so weiter. Aber gewisse Leute, die das verdient haben, denen habe ich schon manchmal den Stuhl 10 Jahre später unter den Popo gezogen. Auch ehemaligen Freunden, gerade denen. Ja, bei ehemaligen Freunden bin ich schon besonders streng. Mhm. Yves Saint Laurent gehört dazu? Das ist was anderes, das ist eine andere Geschichte, das ist viel komplizierter wie das. Das hat mit Pierre Berger zu anderen Umständen. Wenn ich ihn heute sehe, tut er mir leid. Aber man sollte sich in Acht nehmen vor ihnen. Wenn man ja, sich nur in Acht nehmen, nein. Was man Böses soll sich anständig benehmen. Man soll sich anständig benehmen von Anfang an. Und er hat gesagt, ich aggressiere nie jemanden. Aber ich bin nicht total verteidigungslos. Sind Sie verführbar? Dafür bin ich vielleicht ein bisschen zu lucid, wie man in Französisch sagt. Ich weiß nicht, was für ein deutsches Wort da passend wäre. Zu aufmerksam, zu hellhörig. Aufmerksam ist nicht, lucid ist irgendwie subtiler. Mhm. Aufmerksam ist... Was klingt? Ja, Sie passen auf, Sie sind präsent. Ich weiß nicht, ich, vielleicht illusionslos, aber im guten Sinne des Wortes. Sie wollen mich immer auf sehr persönliche Bahnen bringen, das ist aber Einbahnstraßen, da gibt es nichts. Ja, nein, aber es interessiert mich, womit man Sie verführen könnte, wozu auch immer. Ja, wozu auch, ne? Um etwas zu kaufen vielleicht, ne? Mhm. Nein. Ja, ich kann mich selbst verführen dadurch, wenn ich plötzlich irgendwie Lust habe, was auch passiert, die Welt kann untergehen, ich tue es doch. Ne? Mhm. Ja? Zum Beispiel? Ganz so oberflächliche Sachen wie was kaufen, etwas zu besitzen, etwas zu haben, was mir hinterher total egal ist. Ne? Mhm. Sammeln ist toll, besitzen ist grauenhaft. Ich selber
hebe nichts auf. Naja, Sie sind selber Sammler, heftiger Sammler. Manchmal muss das dann, das kriegt man schon kaum raus hier. Ja, aber alles versteigert werden, wie hier bei Christie's. Das Tolle war, es zu sammeln, es war es nicht zu besitzen. Ne? Ja. Zum Schluss hatte ich das Gefühl, ich wäre zu einem Museumskurator geworden. Und das wollte ich nicht. Das hat wirklich alles Ihnen gehört? Ja, alles, natürlich. Das war eine tolle Sammlung. Hm? Ungeheuer. Was hat das gebracht dann über am 100 Schluss? Millionen. Hm? Damals Mark. Ne? Nehme Abschied und genese. Das gibt so ein altes Sprichwort. Ne? Nein, man soll an solchen Dingen nicht hängen. Es ist amüsant und schön, wenn man die Mittel hat oder die Möglichkeit, es zu kaufen, es zu haben, es zu sammeln, etwas damit zu machen. Ja. Aber ich wollte da nicht ruhig und sanft alt mit werden. Ne? Ruhig und sanft werden Sie sowieso nicht alt, glaube ich. Ja, aber das ist sehr, sehr entspannt. Das 18. Jahrhundert, wissen Sie, moderne Möbel, die sind harscher. Da gehört eine andere Disziplin rein. Mhm. Da kann man sich so schön drin gehen lassen. Mhm. Ne? Dass die Linien, die Kurven, das Ganze ist schon ein bisschen alt. Das Ganze ist, da muss man sehr aufpassen. Ne? Da kann man irgendwie in eine Bequemlichkeit von Komfort und Luxus und Faulheit gleiten, was durchaus nicht meine Natur ist. Ne? Ach, daher. Ja. Die Häutung. Das ist genau, genau. Reptilien tun das ja auch. Ne? Und ich bin immer eine böse Schlange. Ne? Nein, es war amüsant, das zu machen. Ich habe Glück gehabt. Darum kann ich auch sagen, ich hatte keine Lust, es noch alles zu behalten, weil ich es gehabt habe. Leute sagen, ich habe keine Lust, es zu besitzen, und wenn ich nie was gehabt habe, können das nicht beurteilen. Mal ganz kurz zurück zu Thomas Mann. Sie entkommen mir da nicht so schnell, weil Sie jemand sind, der das wirklich kennt. Wenn es so eine Essenz aus dieser Literatur gäbe, und ich nehme an, Sie haben das meiste gelesen. Ja, doch, fürchte ich auch. Ne? Der Mensch muss an sich selbst ganz allein glauben. Könnte das so eine Essenz sein aus dem, ja, was doch, er geschrieben hat? Ja, da bin ich durchaus mit einverstanden. Mhm. Darum ist mir Thomas Mann beinahe zu verständlich. Ne? Und natürlich nicht sein Familienleben, die ganze Beziehung mit den Kindern, das ist ja im Grunde alles ziemlich deprimierend. Aber ich habe ja auch nie Kinder gewollt. Ne? Es gibt gewisse Leute, die sollten keine Kinder haben. Und ich gehöre zu denen. Ne? Warum? Weiß ich nicht. Weil ich erstens auch verantwortungslos bin. Und dann hat jemand gesagt, der tollste Moment im Leben eines Mannes ist, wenn er merkt, dass sein Sohn mittelmäßig ist. Ich weiß nicht, ob ich das gemocht hätte. Mittelmäßig hätte ich nicht gemocht. Besser hätte ich auch nicht gemocht. Mhm. Darum, ich weiß nicht, und gleichzeitig muss das wahrscheinlich wahnsinnig aufregend sein, weil man immer Angst hat, es passiert was. Und das Dumme an Kindern ist, dass sie aus einem Großeltern machen können. Ne? Und da habe ich keine Lust. Ich gehöre in keine Generation. Und das ist das Geheimnis der ganzen Geschichte. Ich bin generationsbefreit. Sie, ich bin niemands Onkel, niemands Großvater, niemands nichts. Sie sind Patenonkel diverser Kinder. Sind ja, Sie ein guter Patenonkel? Ja, aber da sind nicht viele, die wirklich sehr interessant sind. Der interessanteste ist der Sohn von Florentin Papst. Und dann gibt es noch ein paar, die kleiner sind. Andere, mit denen spreche ich kaum noch, weil die Eltern so dumm waren. Oder ich habe mit den Eltern verkracht, oder was weiß ich nicht. Ne? Aber Sie umgeben sich mit Leuten, die sind entweder, sagen wir mal, 25 oder über 80. Wenn Sie zum Beispiel nach Biarritz einladen. Ja, 35, 40 auch noch. Ne? Okay. Ja, genau, 35, nein. Aber selten Leute Ihrer Generation. Aus meiner Generation, die hasse ich. Das kenne ich, kenne die ganze Geschichte ja. Ne? Was mich an den viel älteren Leuten interessiert, die haben Dinge gekannt, die ich nicht gekannt habe. Das interessiert mich. Was ich selbst gekannt habe, will ich ja nicht von anderen wissen. Das weiß ich ja selber, wie das war. Und dann ist es interessant, von Generationen, zu denen man nicht gehört, mit denen eine Beziehung zu haben, die hilft, irgendwie auch heutzutage total 100% in die Zeit zu passen. Ich interessiere mich nicht besonders für die Jugend, in Anführungsstrichen. Nur, die haben einen offenen Esprit, den die anderen nicht mehr haben. Die Leute meiner Generation, die haben zwei Probleme. Oder sie haben Erfolg gehabt und verspießt und reich und sprechen von schönen alten Tagen und all so Quatsch. Oder sie sind verschwunden, weil es daneben gegangen ist. Da gibt es kaum was anderes. Ne? Verkrachte Existenzen mache ich nicht, aber über selbstzufriedene, reiche, langweilige, vergangenheitstrunkene Leute mache ich auch nicht. Eine ziemlich pessimistische Sicht auf Ihre Generation. Ich weiß gar nicht, was meine Generation heißt. Ich bin ja ich bin doch von dem Generationszwang befreit. Ich habe keinen. Ich gehöre zu keiner Generation, ich gehöre zu keinem Milieu, ich gehöre nirgendwo hin und ich passe überall hin. Man weiß ja nicht mal genau, wann Sie geboren sind. Ich selber weiß auch nicht. Ne? Es ist zwischen 33 und 38, aber ich habe keinen Geburtsschein, das kann keiner wissen. Ich weiß selber auch nicht. Also 33,5 oder 37,5? Keine Ahnung, wahrscheinlich 36, aber ich weiß es nicht. Da müssen Sie warten, bis ich tot bin, um die Geschichte genau zu wissen. Rilke ist mit offenen Augen gestorben übrigens. Wussten Sie das?
Ja, aber das möchte ich nicht wissen. Er hat ja aber so riesengroße Glubschaugen. Ja, ja. Das möchte ich aber nicht wissen, weil ich, wie gesagt, nicht gesehen werden will. Also möchte ich nicht, dass hinterher jemand sagt, dass ich offene oder geschlossene Augen hatte. Ja? Haben Sie Ihr Testament eigentlich gemacht? Ja, aber Testamente, das ist unangenehm, weil man die immer neu macht, wenn man schlecht gelaunt ist oder mit den Leuten nicht zufrieden ist. Oder Rache üben will. Boah, die mit Rache üben. Aber das ist eine schöne Rache, jemanden aus dem Testament zu streichen. Ja, Gott, man muss ein bisschen aufpassen, damit das nicht in falsche Hände kommt. Aber mir ist das persönlich egal. Ne? Aber Sie haben eins geschrieben. Ja, ich habe hunderte geschrieben und hinterher wieder zerrissen und Neues gemacht. Ne? Aber mir ist das egal. Mir ist das egal. Da habe ich. Ich habe keine Beziehung zu Besitz und weitergeben. Oder. Meine Devise im Leben war immer sehr egoistisch. Es fängt mit mir an und es hört mit mir auf. Basta. Und damit hat sich das. Wie gehen Sie mit dem Tod von anderen um? Sicher nicht gleichgültig. Nein, natürlich, Gott sei Dank nicht. Aber das gehört nun mal dazu, leider. Das ist grauenhaft, aber man muss schon mitmachen. Aber ich meine, man soll da aber auch nicht morbide werden. Ne? Und man soll das auch nicht übertreiben. Es gibt Tode, die einen im Grunde nicht so betreffen, wo man das meistens mehr tut für die Hinterbleibenden, wie für die Leute, die tot sind. Und plötzlich werden die tot sind, zu super Menschen, die sie im Leben nicht waren. Ne? Darum. Aber das ist ein Thema, was ich im Grunde nicht so liebe, weil wir sind im 19. Jahrhundert noch, da gehörte der Tod zum täglichen Leben der Leute und so. Heute ist das etwas viel abstrakter geworden und im Grunde finde ich das ästhetischer. Ne? Die Idee ist poetisch, wenn man mit der trivialen, grauenhaften Realität nichts zu tun hat. Ne? Gucken Sie mal die Literatur von den Symbolisten, sind immer schöne junge Frauen, die sterben und so, aber da steht nicht, wie grauenhaft sterben, nein, aber die Krankheit, das ist immer sehr romantisch, sehr poetisch, weil das total abstrakt ist. Aber wenn es wirklich um Krepieren geht, ist das natürlich nicht sehr romantisch. Aber Sie haben das erlebt, bei Ihrem engsten Freund, ja, sicherlich. Jacques, der an AIDS gestorben ist. Ja, genau. Aber das sind Themen, über die ich weiter keine, Variationen mache oder weiter darüber sprechen. Natürlich, es wäre grauenhaft, wenn jemand ein Leben gehabt hätte, wo nichts, nie was passiert ist. Aber das braucht man nicht für 300 Leute machen. Und man kann auch so leben, dass man das in Zukunft vielleicht vermeiden kann, dass man in seinen Beziehungen zu den anderen nicht denen so nahe steht, dass man gleichzeitig deren Schutzengel wird. Ne? Und dann hat man auch keine Verluste mehr, wenn man Distanz wahrt. Nein, weniger. Es gibt Leute, die meinen, man hätte keinen und die hinterher empfehlen sie einem doch. Vor allem, das passiert viel bei Leuten, die ich seit ewig kenne, die viel älter sind wie ich. Dann natürlich, wenn die Mitte 80, 90 und 100 sind, die sterben mal. Ne? Und das ist schlimmer, wie man denkt. Wenn plötzlich die Stimme nicht mehr da ist, der Esprit, ich meine, ich will Ihnen da keinen Namen geben, ich mache kein Name-Dropping. Aber da habe ich ein paar Freunde und Freundinnen, die wirklich irgendwie fehlen. Irgendwie ist Paris nicht mehr das Gleiche, weil die nicht mehr da sind. Und gewisse Dinge will nichts mehr sagen, denn ohne die will das nichts heißen. Es ist auch so diese Leere, die dann plötzlich eintritt, auf die man sich gar nicht vorbereiten kann. Selbst über Jahre krank ist, man kann sich nicht vorher dran gewöhnen. Das ist noch wieder anders, weil der ja jünger war wie ich. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Tag ohne ihn leben müsste. Aber das ist nun mal so. Aber ich bin vielleicht dafür geboren, zu überleben. Ne? Haben Sie mit ihm unter einem Dach gelebt? Nicht sehr oft, da bin ich sehr gegen. Ne? Nicht sehr oft. In Monte Carlo manchmal vielleicht ja. Aber im Allgemeinen, nee, ich bin immer für getrennte Dächer. Ne? Sonst wird das alles banal. Ne? Und vor allem die Natur war derart verschieden von mir, dass das hätte Krach gegeben sofort. Ne? Das war, ich meine, ich bewundere Leute, die das Gegenteil von mir sind. Ne? Die so wie ich sind, das interessiert mich nicht, weil ich das ja kenne und weil ich das ja langweilig finde. Ne? Und deshalb konnten Sie nur jemanden lieben, der das Gegenteil von Ihnen ist? Ja, weil ich bewundere Leute, die sich selbst zerstören. Das finde ich bewundernswert. Ich bin da nicht für begabt. Ich finde das irgendwie beinahe toll. Das ist grauenhaft, was ich sage. Ich persönlich bin da nicht für begabt. Dafür bin ich wahrscheinlich zu spießig, wenn ich auch nicht so aussehe. Naja, aber es gibt es tatsächlich. Ja, doch. Ich meine, ich habe nur mal diesen dummen Erhaltungstrieb, ne? Den ich für sehr, wo ich sehr zufrieden bin, sind für uns gesagt. Aber das ist nun mal so. Vielleicht geht man an gewissen Dingen vorbei, aber es dauert ein bisschen länger. Ne? Ride on, ride on, ride on, ride on. The more I talk about it, the less I do control it.